So, hallo, schönen guten Tag. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen wissenschaftlichen Tagesschau. Heute Talkshow Demokratie pur, freie Argumente-Plattform. Heute mit unseren zwei Gästen von Gradido. Ich bringe Sie schon mal ins Bild. Da werden auch dann schon die Homepages angezeigt. Moment, wo ist es? Die Bilder hier, das erste Bild, Gradido, der Weg zum weltweiten Wohlstand und Frieden in Harmonie mit der Natur, www.gradido.net. Dann haben wir hier die Bilder, hier das Bild mit der Homepage und hier mit der Homepage von Markus Charanius Etter einmal kommen, sozusagen, für die Zuschauer bitte aufrufen bei Gelegenheit dann. Und dann die. Das nächste Foto ist Herr Walter Ammann. Auch wieder bitte beachten die Homepages, in dem Falle wakeup-change.ch und so weiter. Ja, ja dann sage ich einfach mal etwas dazu und vielleicht begrüße ich Sie jetzt also mal damit, dass wir darüber sprechen. Also, Gradido gehört zu den Ansätzen, die wie wir auch, wie die Next Scientists for Future, auch einfach die Welt verbessern wollen, einfach ein viel besseres Gesellschaftssystem, Wirtschaftssystem, Geldsystem in dem Falle. Und dann aber auch, wahrscheinlich hat die Gradido auch das Ziel, natürlich die gesamte Weltwirtschaft zu heilen oder zu reparieren, gehe ich mal von aus. Und das heißt, wir sind uns alle einig, wir müssen die Welt verbessern, wir wollen die Welt verbessern und Gradido hat wunderbare Absichten in der Richtung. Und heute kann es mal darum gehen, weil unsere Zuschauer das ja auch alles wissen sozusagen, kann es darum gehen, wie machen wir es denn technisch? Wie können wir es schaffen, dass Deutschland oder Österreich oder die Schweiz der erste Staat der Erde wird, der Gradido einführt? Oder zum Beispiel unser eher der Gemeinwohlökonomie ähnliches Gemeinwohlwirtschaftssystem mit Wohlfühlstimme als neuer Wahlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und vielen anderen Steuergrößen, die die Wirtschaft quasi zwingen, menschenfreundlich zu handeln und im Dienste der Gesundheit, der Langlebigkeit und der, ja, der Menschen und der Umwelt sozusagen zu handeln. Und deswegen ist sozusagen heute unsere Frage so, wenn Sie jetzt, ist vielleicht neu für Sie von Gradido, aber stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt Kanzler der Schweiz oder Österreichs oder Deutschlands und Sie könnten jetzt sozusagen, oder wie würden Sie an die Politik rantreten, an die Medien rantreten, an die auch an die Lobbyisten und an die Unternehmen rantreten, um die zu überzeugen, oder die dazu zu bringen, dass wir Gradido morgen einführen, sozusagen. Vielleicht sollten wir so einfach beginnen. Ja, und dann würde ich doch sagen, Herr Etter, dass Sie vielleicht beginnen, sich kurz vorstellen, denn Ihre Homepage ist im Bilde und müsste auch und so weiter, nur ganz kurz vorstellen und dann einfach auf die Frage eingehen, wie können Sie eventuell es schaffen, die Politik, die Medien, die Lobbyisten und die Unternehmer, diese vier Entscheider der Gesellschaft, zu überzeugen, warum die morgen Gradido wollen sollten? Oder ein anderer Weg. Man könnte auch den Weg einer eigenen Partei gehen. Da würde ich natürlich das Beispiel dann der Grünen Partei nachher bringen, die eben auch dann dadurch, dass sie dann mit der High Society an einem Tisch gesessen ist, hat sehr schnell ihre Ideale vergessen hat. Wenn man nämlich jahrzehntelang mit der High Society am Tisch sitzt, bevor man die Mehrheit im Bundestag hat, dann verlieren sich leider, bei uns, bei den Grünen, haben sich alle Ideale verloren im Laufe der Zeit, ne? Ja, aber beginnen Sie einfach, Ihre ersten 2 Minuten laufen gleich. Wenn es dann so piepst, dann wissen Sie, aha, jetzt langsam zum Ende kommen, gell? Ja, okay. Ja, ist eine gute Frage, gute Startfrage. Ganz am besten so erklären. Wir sind ja schon in dieser Gradido Community, haben wir ja schon so wie im Intranet einen Bereich, wo jeder seine ehrenamtlichen Stunden also aufschreibt. Und was soll das bedeuten? Also aus meiner Sicht geht es darum, dass wir wirklich beginnen,
das auszuprobieren. Weil vieles ist ja Theorie, was ist die neue Welt, wie können wir das umsetzen? Und durch dieses Gradito-Konto haben wir intern ja schon mal erfahren, dass das funktioniert. Also wenn wir Gespräche miteinander haben, dann überweist jeweils der eine dem anderen 20 Kredite. Also es wird im Kleinen beginnen, wirklich zu schauen, wo ist das beste System. Und durch das Kreditesystem intern würden wir natürlich nach außen gehen und sagen, lass uns das jetzt mal in der Schweiz mal in einem Kanton oder in einem Dorf ausprobieren. Weil, dass es gleich komplett startet, das glaube ich nicht. Also zuerst im Kleinen ausprobieren und schauen, was funktioniert und was kann man verbessern. Und nachher, wenn man das verbessert hat, dann ins Große gehen. Also vom Mikrokosmos ins Makrokosmos. Das ist so mein Einstieg. Ja. Sie haben noch ein paar Sekunden, wenn Sie mögen. Sie müssen nicht. Nee, momentan ist gut. Gut, dann wäre jetzt Öff dran. Ja, hallo, danke schön. Ja, ich freue mich, beim Austausch wieder mit dabei zu sein, bedanke mich und ich lebe seit 30 Jahren ohne Staat und Geld, habe die Schenkerbewegung gegründet, bin also ein großer Fan einer bestimmten Art von Schenkökonomie und das kann man auch nennen freiwilliges, menschheitsfamiliäres, gemeinsames Planen, wo man so darauf schaut, nicht welche Vergeltung überhaupt so als Maßstab dann genommen würde, sondern man schaut gemeinsam, wann stimmt die Rechnung im Ganzen? Also wann ist der Sinn fürs Allgemeinwohl der Welt und der Menschen am vernünftigsten so auf die Weise begründbar? Und ich finde Gradido ganz spannend, ich habe da frühere Kontakte schon auch. Und das sind ja so auch Alternativwährungen, die, ich sag mal, bestimmte Fehlmechanismen der jetzigen Tauschsysteme rausnehmen wollen zum Teil. Also man denke auch früher an das Wunder von Wörl, also das Geld nicht so als Hortungsmittel haltbar, unbeschränkt haltbar sein soll. Und also ich sag mal so, Perspektive schon, das tollste, ich nenne es mal künstlerische Übergangsmittel, was ich so kenne, von den jetzigen Tauschmitteln hin zu einer gemeinsamen Planungseinheit, so nenne ich das mal, ist die mir bekannte Versuchswährung Terra. Ich bin ja auch Mitglied von Terrania, dem Bündnis freier Menschen für freie Erde. Und Terra ist kein Tauschmittel mehr im üblichen Sinne, das für dies bekommt man jenes, sondern Terra ist eine Dankesanerkennung quasi. Terra sagt, also wir nehmen hiermit zur Kenntnis, ganz toll, da hat jemand was für uns getan, im Dienst fürs Allgemeinwohl, und wir nehmen das als Motivationshilfe für uns auch, immer mehr danach zu schauen, einfach was dem Allgemeinwohl entspricht und das so zu tun, aus Einsicht und Sinn. Ja, aber ich glaube, wir brauchen eben diese künstlerischen und ökonomischen Experimente. Und ich hatte schon im Vorgespräch, bevor wir jetzt hier gemeinsam da sind, gesagt, das größte Problem sehe ich darin, es gibt viele sehr vernünftige Konzepte, zumindest als Übergang, aber solange die Welt gar nicht nach Gründen oder den besten Konzepten geht, sondern Lobbyinteressen, haben wir ein Riesenproblem. Deshalb sehe ich als Zentralschlüssel eine freie Argumentekultur. Genau, da sind wir jetzt gerade dabei. Man muss ja Lösungen suchen, und zwar Zugänge und Lösungen suchen. Ja, und jetzt ist dran, Herr, ich muss immer die Bilder aufschlagen hier, Herr Ammann, dass Sie vielleicht Ihre ersten Statements machen. Ich bin der Walter, das ist viel einfacher als der Herr. Alles klar. Ich bin immer, wenn überhaupt. Also ich sage dazu eigentlich Folgendes, ich bin sehr dankbar und sehr froh, dass man nicht darüber spricht, was Gradito ist, sondern darüber spricht, wie man Gradito umsetzen möchte. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir in der Schweiz vor einigen Wochen den Weg gewählt haben, einen Förderverein Pro Gradito Swiss zu gründen. Und wir schon eine Arbeitsgruppe auch gegründet haben, die heißt Gradito Arbeitsgruppe DACH, heißt Deutschland, Österreich und der Schweiz, wo Leute sich in Arbeitsgruppen zusammentun und überlegen, wie kann man in diesen drei Ländern Gradito umsetzen. Wir sind ja in der Schweiz in einer kleinen Vorreiterrolle. Wir haben bereits im 2016 über das Grundeinkommen abgestimmt und haben, glaube ich, ungefähr
23% haben da zugestimmt. Und aus diesem Grund haben wir auch den Förderverein ProGradigo Swiss gegründet, weil wir überzeugt sind, dass wir früher oder später politisch aktiv werden müssen. Aber im Moment geht es im Förderverein ProGradigo darum, regionale Gruppen zu machen. Es bestehen bereits 3 in der Ostschweiz, in Zürich und im Mittelland und versuchen, diese regionalen Gruppen zu vernetzen. Und es geht darum, aus Gradigo Interessierte, Gradigo Begeisterte zu machen, Synergien zu nutzen und Know-how-Transfer unter den Leuten sicherzustellen. Also wir müssen unter den Gradigo Interessierten, respektive den Gradigo Begeisterten, uns einig werden, wie können wir das miteinander, füreinander in diesen 3 Ländern umsetzen. Und ich bin überzeugt, von dem Moment, wo ein erstes Land so etwas umgesetzt hat, werden andere folgen. Ja, danke schön. Ja. So, dann bin ich jetzt wieder dran für den World Council of Wise People, für den Weltrat und für die Next Scientist for Future. Und ich beginne mal damit, dass wir halt sehr viel ehrgeiziger sind. Wir wollen das eigentlich alles morgen haben. Ja, weil wir sagen, wir haben ein ganz klares Konzept, unsere Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, die Wirtschaft quasi, von der jeder Verdienstzuschlag zum Beispiel in Deutschland, Schweiz oder Österreich abhängig gemacht würde, würde zu einem Degrowth-Prozess bei der Konsumsucht führen, also einem Postwachstumsprozess bei der Konsumsucht. Und reduzierte Konsumsucht und reduzierte Krankheiten bedeutet volkswirtschaftliche Rieseneinsparungen, und diese Rieseneinsparungen, da bieten wir den Fridays for Future, den Kohlestopp 2026, vollfinanziert an, ohne dass irgendjemand finanzielle Einbußen erleidet, auch keine Arbeitsplatzeinbußen. Und wir bieten Ihnen den Fridays for Future, den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan an. Warum? Aus nur einem einzigen taktischen Grunde, weil Fridays for Future immer noch bei uns in Deutschland zumindest in den großen Medien ein- und ausgeht. Wenn die also eine riesen Pressekonferenz machen würden und sagen würden, wir müssen doch mal über die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten oder eben über Gradigo, wäre jetzt die andere Möglichkeit oder ergänzende Möglichkeit oder wie auch immer, sprechen würden, dann ginge das um die ganze Welt. Innerhalb eines halben Tages wüsste der Letzte in der Welt, dass Greta Thunberg, Luisa Neubauer und wie sie alle heißen, sozusagen jetzt über die neue Welt nachdenken und diskutieren und in jeder Talkshow das jetzt zum Thema werden sollte. Und von daher sagen wir, und dann kommt der nächste Punkt, da komme ich aber erst in der nächsten Punktrunde ran, wir bieten nämlich den Politikern, und das ist auch so mein Punkt vielleicht an Sie beide dann auch gleich, was bieten Sie, also wir bieten dem Politiker ein längeres, gesünderes, glücklicheres Leben an, mit einer viel, viel höheren Lebensqualität und so weiter. Das werde ich in der nächsten Runde beschreiben, wie das konkret dann geht. Und was bieten Sie dem Politiker, dem, wenn Sie quasi aus dem kleinen Experiment mal rausgehen und sich vorstellen, also Gradigo wäre jetzt umgesetzt quasi, und dann, was hat der Politiker davon? Was ist für ihn das, was ihm ein Plus bringt? Genauso der Journalist, genauso zur Not auch der Lobbyist, aber vor allem auch der Unternehmer. Was gewinnt er durch dieses neue Gradigo-System? Ja, Herr Etter, dann vielleicht, dass Sie dann wieder weitermachen. Ja, also durch dieses dreifache Wohl, also für den Einzelnen, für die Gemeinschaft und auch, dass wir dann im Einklang mit der Natur sind, ist die Ausgangslage ja auch anders. Also diese Gleichwertigkeit, dieser Start des Gleichwertigkeit, glaube ich, dass da dann eben die Politiker und jeder Einzelne eben wirklich auf den Weg geht, wirklich auch das zu umzusetzen oder die Gaben dann wirklich nach außen zu tragen. Und das ist ja das Wesentliche. Und für mich hat das sehr viel auch mit Bewusstsein zu tun. Wenn Sie sagen, ja, morgen umgesetzt, dann sage ich, ja, es geht insgesamt um Bewusstsein. Und wenn es uns gelingt, dieses Bewusstsein wirklich zu vergrößern, und dann sind wir dort. Und Gradigo ist einfach eine
große Möglichkeit durch dieses Umsetzen, dass die Gleichwertigkeit da ist, dass jeder Mensch eine gleichwertige Startbasis hat und dass wir schauen in der Gemeinschaft, was wirklich, da haben Sie auch schon angesprochen, was brauchen wir wirklich. Und ich glaube, auch die Konsumgesellschaft würde sich wandeln, wenn es nicht mehr darum geht, immer noch mehr zu produzieren, immer mehr und mehr, sondern wenn es darum geht, Qualität zu produzieren. Also das ist so mein Impuls dazu. Aha, ja, soweit, ja. Ja, dann Jürgen Wagner, vielleicht, dass du auch noch mal so sagst, wie du das siehst. Was könntest du mit der Schenker-Bewegung, also sozusagen, du weißt ja, dass wir am Ende auch der Meinung sind, dass wir vielleicht irgendwann das Geld wirklich dann ganz verlieren, aber wir sehen das als am Endpunkt eines Prozesses und nicht am Anfangspunkt. Aber wie könntest du jetzt die Politik, vor allem aber auch den Unternehmer, den Politiker und den Journalisten, aber vielleicht auch den Unternehmer überzeugen, warum er sofort deine Lebensform oder Lebensmodell wählen sollte und machen sollte? Ja, danke schön. Ja, ich weiß ja, also uns verbindet viel. Also ich halte ja die Wohlfühlstimme für eines der besten basisdemokratischen Transformationswerkzeuge jetzt für den Wandel. Und wir sind Fans der freien Argumentekultur und wir glauben am Ende an die aufgeklärte Bodo-Bo-Schenker-Kommune. Also deshalb haben wir so riesige Schnittmengen. Und ja, also ich denke mal, du hast eben gesagt gegenüber dem Gradido, dass die Next Scientists da anspruchsvoller sind. Da kann ich natürlich sagen, ich möchte den anarcho-kommunistischen Endzustand mit Liebe statt Geld und Gewalt sofort, also noch sozusagen ein Turbo mehr geschaltet. Und warum oder wie kann man die Menschen dazu motivieren? Also da teile ich das, was eben gesagt wurde. Es geht um einen Bewusstseinsprozess. Und ich habe ja schon oft gesagt, also zum Beispiel, wenn wir jetzt überlegen, wie kommen wir an die Öffentlichkeit und denen du sagst, es ist gut, wenn Fridays for Future damit eingeschaltet werden können, weil die haben die großen Megafone in der Hand. Ich bin auch der Ansicht, das kann man jetzt, wenn im Moment die Welt sich nach sowas richtet, kann man versuchen, das nutzbar zu machen, also dadurch ein Sprachrohr auch zu bekommen. Aber sobald jetzt die Sprachrohre dann in unsere Hände auch kommen oder wir da auch mal durchsprechen können, sollte das Erste, was wir sagen, sein, Leute, lasst uns in Zukunft nicht mehr gucken, wer das größte Megafon in seine Hände bringen kann. Ob das Bill Gates ist oder ob das irgendeine Alternativbewegung ist, die vielleicht nur halbe Konzepte hat, also im Vergleich jetzt zur Wohlfühlstimme. Lasst uns endlich als denkende Tiere, die einzigen Tiere, die diese höchste Fähigkeit haben, dass sie so denken können, lasst uns nicht nach äußeren Show-Effekten, sondern nach Denkqualität gehen. Lasst uns nach den richtigen Argumenten gehen. Es muss so sein und das brauchen wir sowohl für die Entfaltung unserer Menschenseele, wie auch für die Rettung der Welt. Es muss so sein, dass wenn da ein Wissenschaftler zum Beispiel steht mit ganz leiser Piepsestimme und der hat das Konzept der Rettung, dann darf das nicht mehr überhört werden oder gar weggedrängt werden, weil andere Leute sich um die großen, dicken Megafone streiten und danach gehen, wer am lautesten schreit. Wir müssen den Kulturumschwung, den System Change der Durchsetzungskultur schaffen, dass die leise Qualität den Ausschlag gibt statt anderer Show-Effekte. Danke, ja, ich werde in meinem nächsten Beitrag ja auch nochmal versuchen, Argumente zu bringen. Genau darum geht es ja, dass wir argumentativ daran feilen, wie können wir endlich die Welt wirklich praktisch verbessern, anstatt darüber, ja, also nachzudenken oder daran zu arbeiten. Ja, bitte, Walter, dann bitte dein nächster Beitrag. Vielleicht auch bezogen auf den Unternehmer, das würde mich sehr interessieren. Was sagt der Unternehmer zu Gradido? Also ich sag mal ganz klar, wenn wir einen Systemwechsel durchführen möchten, müssen wir möglichst alle Leute ins Boot holen. Und beim Gradito-System genießt alle Leute haben Vorteile. In einer Übergangslösung können auch die Reichen noch weiterhin, wenn jemand das Gefühl hat, er will das machen, dann kann er das machen. Die Regeln, und das ist der Vorteil der Politiker und natürlich auch der Journalisten, weil sie andere Probleme besprechen können, nämlich wir haben mit Gradido
wenn Gradito eingeführt ist, keinen Hunger mehr auf der Welt. Weil jeder hat das Minimum zum Leben. Wir haben nicht mehr 24.000 Tote jeden Tag, wir haben keine mehr. Jeder kann da leben, wo er aufgewachsen ist oder geboren wurde. Wir haben keine Völkerwanderungen mehr auf der Welt. Jeder verdient das Minimum. Weiter haben wir mit dem aktiven Grundeinkommen sofort mehr Menschlichkeit, weil jeder die 50 Stunden so einsetzen kann, dass er die Menschlichkeit seiner Qualität entsprechend besser einsetzen kann. Es gibt also, und wir haben so viel Geld für die ganze Umwelt, dass die Bioprodukte günstiger werden und nicht teurer sind als andere Produkte. Das kann Gradito bei Einführung sofort als Gewinn bringen oder dass man einen besseren Nutzen hat, effizienteren Nutzen hat, sofort einbringen. Ich bin überzeugt, dass Gradito uns sofort viele Probleme auf dieser Welt sofort lösen wird. Und nun noch etwas. Es ist auch ein Bestreben von uns, dass wir Schlüsselleute und Schlüsselorganisationen, das ist mir ganz klar, ich nenne Greta ist eine Schlüsselperson heute. Wir müssen an diese Leute herankommen und versuchen, diese Leute zu überzeugen und mit diesen Leuten in Kontakt zu treten. Genau, denn das ist, denn die haben nun mal das große Megafon gerade in der Hand, niemand sonst. Und bei uns wird auch in die Medien niemand reingelassen, außer Fridays for Future. Die haben quasi im Moment das Monopol auf der Weltverbesserung. Ja, und deswegen bieten wir uns denen ja auch als mögliche Partner an. Ne? Ja, sozusagen. Ach so, ich bin ja dran, ja, und dann gehe ich mal drauf ein soweit. Erstens ganz kurz der Hinweis. Wir sagen, wir nehmen dem Politiker durch die Wohlfühlstimme, nehmen wir die Geschenke durch die Lobbyisten weg. Wir nehmen ihn die Parteispenden weg, weil die Unternehmen ja dann kein Interesse mehr daran haben, Entscheidungen gegen die Bürger durchzusetzen. Also die werden ja, die Unternehmen verdienen in Zukunft nur noch, wenn meine Wohlfühlstimme, meine Gesundheitsdaten und meine Langlebigkeitsdaten besser werden. Ne? Punkt. Das heißt also, Lobbyismus verschwindet, Parteispenden verschwinden und die Jobs nach der politischen Karriere verschwinden. Dafür muss ich dem Politiker was geben. Und dann sage ich ihm, bitte, lieber Politiker, Geld alleine macht nicht glücklich. Ich gebe dir 20-mal mehr Lebenslust und Lebensqualität, weil die Marktwirtschaft, das muss ich nachher noch erklären, unterdrückt unsere Lebenslust, letztendlich damit wir mehr shoppen, konsumsüchtig werden und kaufsüchtig werden. Also wir wollen die Lebenslust wieder zurückgewinnen. Wir wollen die Langlebigkeit, 127 Jahre, sagt der Altersforscher Professor Sven Völpel, seien maximal drin für uns Menschen. Mehr nicht, aber das würde mir ja auch reichen. Und gesunde 127 Jahre und eben 5-mal mehr Gesundheit, Freiheit von Krebs und anderen Dingen. Und das ist das, was ich sage, lieber Politiker, das gebe ich dir für den Wegfall der Gelder. Und dann erzeugt ja auch das Ganze noch ein Wirtschaftswunder und von dem Wirtschaftswunder kann dann ruhig auch die Politik partizipieren, ne? Also von daher, wir geben euch mehr, als ihr verliert. Und jetzt zum Beispiel meine Frage an Gradito sozusagen, würde nicht der Unternehmer, ich habe mich ja auch schon intensiv beschäftigt mit Gradito und so weiter, würde der Unternehmer nicht sagen, ich verliere doch Geld, also das Geld bleibt doch nicht absolut konstant sozusagen, sondern ich muss entweder Gelder verleihen und wenn ich die dann nicht teilweise nicht mehr zurückkriege, ich verliere Gelder, also ich werde nicht mehr so schweinereich sein, wie ich es in einem anderen Staat der Erde wäre. Und dann gehe ich aus Deutschland raus, nehme die Mitarbeiter, also die Arbeitsplätze mit. Deutschland wird wirtschaftlich geschwächt und wird einen wirtschaftlichen Abstieg nehmen und deswegen ich als Unternehmer ziehe nicht mit, würde dann der Unternehmer eventuell sagen. Was würdet ihr ihm antworten? Ja? Vielleicht wieder Herr Etter zuerst? Bin ich dran oder wer ist dran? Ja, ja, ja. Immer die gleiche Reihenfolge. Ja, okay, ja, das ist eine gute Frage. Schlussendlich geht es um Lebensqualität. Und Lebensqualität hat für mich eben sehr viel auch mit Entschleunigung zu tun. Das ist das eine.
das andere geht eben auch eben diese Qualität anstatt Quantität. Und für das ist ja Gradido, steht ja für das. Dass also nicht mehr schneller, höher, besser, sondern wirklich eben mal den ganzen Motor zurückfahren. Und das Argument für den Wirtschaftsboss ist natürlich für ihn nicht so einfach zu verstehen, wenn er weniger hat. Aber ich glaube nicht, dass er weniger hat, sondern er kann sein Geschäft trotzdem weiterführen. Es verlagert sich in Qualität, dass er im Prinzip dann eben, ja, das haben wir jetzt beim Lockdown auch gesehen, was passiert, wenn der quasi wirklich die Wirtschaft abgestellt wird, dann wird einem ja auch bewusst, wo die Qualität auch dahinter ist. Und eben dieses Entschleunigen ist für mich ganz wichtig, ein Begriff, also nicht mehr diese Masse, also aus Qualität. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein, wo dieser Chef durch dieses Erleben dann auch bekommt, wird er erst erkennen dann auch, was für eine Qualität dahinter steht. Und ich glaube eben nicht, dass eben höher, schneller und besser, dass es das ist. Für ihn als Einzelner in dem Moment ja, aber für die Gemeinschaft, für die gesamte Erde ist es halt aus unserer Sicht von Gradido überhaupt nicht. Und wir stärken mit Gradido wirklich die Schwächeren, die heute jetzt in der Schweiz zum Beispiel sind 1,2 Millionen Menschen an der Armutsgrenze oder darunter, das sollte man sich mal vorstellen. Das heißt, diese Menschen sind jetzt auch mit dem Lockdown nochmals, zusätzlich sind sie vor größeren Schwierigkeiten gestanden. Und für mich kann ich habe schon nicht begriffen, warum die Welt so quasi ungerecht ist. Und darum Gradido hat mein Herz berührt, weil es wirklich um das Gesamte geht. Und das, ja, für das stehe ich sehr gerne ein. Ja, das waren interessante Punkte. Und da will ich dann gleich dazu auch passend fragen, sozusagen. Wir wollen ja alle am Ende nur noch 3 Stunden am Tag arbeiten. Das hat ja die Naturwissenschaft ergeben, Entschleunigung, zurückfahren. Aber können wir das am Anfang schon machen, wo doch wir Europäer, die gesamten Indianer Nordamerikas und Südamerikas in einem beispiellosen Völkermord noch vor kurzem abgeschlachtet haben und quasi ganz Amerika für uns Europäer erobert haben? Also Amerika ist ja Europa eigentlich, ja? Wir haben ja vor kurzem noch wurde Saddam Hussein umgebracht und ein großer Teil der Iraker, weil es einfach nicht passte, der USA wiederum nicht passte, ja. Also müssen wir uns nicht noch, solange es noch einen marktwirtschaftlichen Staat auf der Erde gibt, der kriegslüstern ist, müssen wir uns nicht noch schützen? Wie siehst du das, wenn wir sofort, du willst ja auch mit der Kommune schon sofort aussteigen aus dem Kriegsspiel, aber können wir uns das erlauben? Werden wir dann nicht zum Ziel der Angriffe von Nordamerika, von China, von Indien später und so weiter? Werden wir dann nicht plötzlich Indianer? Ne? Wie siehst du das? Ja, sehr spannende Fragen. Also ich glaube, dass das ganz spannend wäre, da Entwicklungskonzepte mal eben frei erdenken und dann experimentell ausprobieren zu können. Also deshalb sage ich zum Ersten noch, wenn wir es schaffen würden, auch vielleicht mit Hilfe der Megafone von Fridays for Future und so, mal einmal hinzukommen und sagen zu können, liebe Menschheit, auch ihr Reichen und Mächtigen, wir stehen heute in einer Schicksalskrise der Menschheit. Und die kann schiefgehen, sogar wenn wir unsere höchsten Fähigkeiten, unser Denken so gut wie möglich einsetzen. Vielleicht schaffen wir es nicht. Aber wenn wir unsere höchste Fähigkeit, Orientierungsfähigkeit, das argumentative Denken, gar nicht einsetzen, sondern wir lassen die Steuerung irgendwelchen kurzsichtigen Profit, egoistischen Interessen oder Lobbyabsprachen, dann ist das das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Und insofern ist meine, oder wenn die sich dann darauf einlassen würden, dass sie sagen, okay, also hören wir auf jetzt rumzuschreien und wer kann den anderen besser niederschreien, wir setzen auf freie Argumentekultur, auf wissenschaftliche, rationale Argumente, Qualität als ausschlaggebenden Faktor. Wir lassen uns darauf jetzt ein. Wenn das der Fall wäre, dann würde bei diesen Konzepten, die wir jetzt auch darstellen, also Wohlfühlstimme, Gradido oder was ich menschheitsfamiliäre Planungskommune nenne oder Konsensplanung, da könnten wir sagen, okay,
auch wenn wir jetzt nicht gleich entscheiden, das eine ist der Schlüssel zur Weisheit, der Stein der Weisen, aber wir schaffen einfach begrenzte Experimentalspielräume, wo sich zeigen kann, welche Wirkungen hat es denn und was kann es bringen. Und das wird wissenschaftlich ausgewertet. Es geht nicht darum, sich unter den Teppich zu kehren, das am besten gar nicht gesehen werden kann, was in den Konzepten des anderen drinsteckt, sondern wir machen es experimentabel. Und wir gucken dann wirklich, was hat welche positiven oder negativen Effekte. Und da mache ich dann das nächste Mal weiter, was dann dabei aus meiner Sicht Faszinierendes herauskommen könnte. Ja, das erinnert mich auch an das Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung von ZEG zum Beispiel. Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Nur leider ist die Politik ja eher so, dass sie sehr wenig Experimente macht. Das Grundeinkommen wurde mal in Finnland ein wenig erprobt, aber unvollständig, ja. Und ja, aber trotzdem ist der Gedanke Experimente hochinteressant, ja. Und aber Walter, vielleicht meine Bitte noch mal ruhig auf das einzugehen. Wir sind uns alle einig. Wir wollen zurückfahren. Wir wollen irgendwann nur noch 3 Stunden am Tag. Wir wollen entspannt, genießerisch, ohne Stress, ohne diesen Konkurrenzkrieg sozusagen, entspannt leben. Aber was erlaubt das die Welt jetzt, die so voller angriffslustiger Staaten ist, so kriegslüsterner Staaten? Kann es uns nicht gehen wie den Indianern? Wie siehst du das? Danke. Also ich bin überzeugt, dass eine Veränderung natürlich nur auch über eine Bewusstseinsveränderung und Bewusstseinsprozess geht. Und ich glaube, für mich ist da Albert Einstein sehr wichtig. Und er hat ja gesagt, Probleme kann man nicht mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Und ich glaube, es braucht ein Umdenken von uns Leuten. Und bei Gradido ist ja einfach das Umdenken heißt eigentlich, Kooperation statt Konkurrenz. Das heißt, es geht mir gut, das dreifache Wohl, es soll aber auch jedem anderen Menschen gut gehen und es soll auch der Natur umgehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch nicht einverstanden sein kann mit dem. Es geht mir gut, es soll aber auch den anderen Menschen gut gehen und es soll auch der Umwelt gut gehen. Die soll auch für uns langfristig, für unsere Nachkommen erhalten bleiben. Und da kann ich mir nicht vorstellen, ein Mensch wirklich darüber nachdenkt, wenn man das erreichen kann durch einen Bewusstseinswandel, dass man dann sicher Ja sagen wird zu einem solchen nächsten Schritt. Und wir lösen, mit Gradido haben wir relativ rasch eine gerechtere Welt. Wir haben keine Armen mehr. Wir haben so viel Mittel für die Umwelt. Wir können die Probleme, die und im Moment ziemlich eng bedrücken wie die Umwelt, wie die Armut, könnten wir relativ rasch gewisse erste Lösungsansätze machen, umsetzen, um dann natürlich auch weiterzudenken, wie Ötlers gesagt hat, dass man in eine Schenkkultur kommt oder irgendwie, dass man weitere Schritte machen kann. Aber das kann nur Schritt für Schritt passieren. Und ich bin überzeugt, dass Gradido ein erster Schritt dazu ist, um das Wetter zu schaffen. Ja, danke schön. Ja, das bringt mich jetzt auf mehrere Punkte. Also, angesprochen wurde Wettbewerb und Leistung. Weg von Konkurrenz zur Kooperation. Das ist selbstverständlich. Also zum Beispiel mit der Wohlfühlstimme in den Gesundheitsdaten wird die gesamte Wirtschaft hochkooperativ, weil es nur noch darum geht, Nutzen dem anderen Menschen zu nutzen und zwar wirklich messbar zu nutzen und nicht nur ihm irgendwas anzudrehen und zu verkaufen. Aber die Frage ist, die ich mir als Naturwissenschaftler immer stelle, wenn ich den Bonobo-Kommunismus studiere mit Professor Franz de Waal, dem berühmtesten Bonobo-Forscher, das sind sozusagen, ja, die leben also einen praktisch fast perfekten Pazifismus, Kommunismus, matriarchale Hippie-Affen, Matriarchat sozusagen, Make Love Not War praktizieren die und so weiter. Und trotzdem ist bei ihnen immer der Wettbewerb, wer schenkt den Frauen und Kindern mehr Früchte und mehr Obstbäume und mehr Essbares.
weil dann doch immer wieder darüber entschieden wird, in den Körpern der Frauen, wer der Vater des nächsten Kindes wird. Also die Frage, die sich Evolutionsbiologen natürlich stellen, verlangen wir vom Menschen zu viel, wenn wir völlig jeden Aspekt von Wettbewerb und Leistung ausblenden wollen? Frage. Für die nächste Runde vielleicht auch. Verlangen wir da nicht zu viel? Ja? Und mein Alltag, also ich will mal sagen, von was ich persönlich träume, mein Hausarzt wird also eine Gesundheitskommune aufmachen, in der er mich zu gesunder Ernährung, zu gesundem Sport, zu gesundem Lebensstil, vielleicht aber auch zum Zusammenziehen in Wohngemeinschaften verführen will, weil er weiß, dass man dann gesünder leben kann und präventiv ein besseres Immunsystem hat und seltener krank wird. Ja, das heißt also, und dann aus diesen Wohngemeinschaften heraus entstehen vielleicht wirklich die ersten bonobo-kommunistischen Kommunen, wo wieder Liebesleben, wo wieder die Sexualität nicht mehr unterdrückt ist, wo ich glücklich sein darf, wo wir alle das Leben wieder genießen können. Ich habe in meinem Leben viele Liebespartnerinnen gehabt, aber das ist nichts verglichen mit dem, was Bonobos haben. Die haben jeden Tag ein erfülltes, rundum liebevolles Liebesleben und so weiter. Da will ich hin und das bietet mir die Wohlfühlstimme. Bietet mir Gradido auch sowas, ein Plus an Lebenslust? Und dann, wie steht Gradido zu Wettbewerb und Leistung? Glauben Sie wirklich, dass, glaubt ihr wirklich, dass man da voll aussteigen kann raus, dass das Menschen können? Ja, und dann, wie gesagt, welche Lebenslust bietet dem Politiker und mir Gradido durch ihre Einführung ihres Geldes, ihrer Währung an, sozusagen. Das wären die Schlüsselfragen. Darf ich da vielleicht schnell antworten, Markus? Ich habe gerade eine Ihr könnt ja die Reihenfolge gerne vertauschen, wie mal. Ja, ist natürlich, wenn du so sprichst, dann definierst du für dich Lebenslust. Lebenslust für dich, so wie ich dich jetzt verstanden habe, heißt ja möglichst viel Sex. Aber Lebenslust kann auch ganz etwas anderes bedeuten. Es ist unterschiedlich. Und was Gradido möglich macht, wir haben keine Armut mehr. Wer jemand Lust hat, noch viel Geld zu verdienen oder viel zu arbeiten, weil das ihm einfach Freude macht, weil er nicht nur 3 Stunden arbeitet, sondern viel, dann kann er das. Aber er macht das nicht auf Schaden von jemandem. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Reichen, die werden nicht arm, die können weiterhin noch mehr verdienen, aber es ist einfach ein Nullsummenspiel. Das Geld arbeitet nicht mehr. Und darum ist es für mich sehr wichtig, dass dann, wenn man dann eben nicht mehr, dass man das Wichtige zum Lebensunterhalt hat, dass man dann vielleicht andere Lüste oder anderes Glück definieren kann für sich selber, weil man die Freiheit hat. Und Lust kann auch sein, Lust zu arbeiten. Das kann heute Lust zu arbeiten sein, das kann morgen für etwas anderes sein. Also ich habe das Gefühl, dass Gradido die Möglichkeit schafft, dass wir eine gerechtere Welt haben, wir eine menschlichere Welt haben und wir auch eine Welt haben, wo wir der Natur die notwendige Beachtung schenken können und die notwendigen Mittel zur Verfügung haben, um das so zu schaffen. Und dann kann jeder seine Lust definieren, aber nicht auf Kosten von anderen. Das soll jeder machen können, wie er das dann für sich als gut empfindet. Das möchte ich vielleicht da einwerfen. Ja, sehr interessant. Sehr interessante Punkte. Natürlich, also zum Beispiel das mit der Sexualität, das gilt jetzt auch nur für mich, ja, und Gleichgesinnte, ja, die wollen vielleicht den Bonobo-Kommunismus, aber andere wollen was ganz anderes, ja, manche wollen eine religiöse Gemeinschaft, manche wollen als Single leben, manche wollen asexuell leben, jeder wie er mag, ja, aber so auch die Frage, die ich jetzt erst an FF ja auch rantragen will, was interessiert es einen Unternehmer, ob die Armut weg ist? Ist das nicht für ihn gar kein Anreiz? Was interessiert es ihn? Er ist ja reich.
Ja, interessiert es ja nicht, ob die Armut weggeht. Was interessiert den Unternehmer und den Reichen, dass wir gerechter werden als Welt? Er ist der Reichste und das gefällt ihm so. Was gewinnt er dadurch, wenn er Credito bekommt? Was gewinnt er in seinem Leben? Weil gerechter würde ja im Zweifelsfall bedeuten, dass er weniger hat und andere mehr. Ja, das reizt ihn ja nicht. Wir brauchen was diese Gruppen reizt. Deswegen meine Bitte jetzt vielleicht auch so, was könnte die Reichen an deinem Weg reizen? Ja, danke schön. Ich gehe da gerne drauf ein, auf diese, ich nenne es immer gerne auch Bewusstseins- und Motivationsrevolution, die wir brauchen. Ne? Ja. Also nur als Satz vorweg, weil das steht quasi bei mir immer über allen. Es wurde zwischendurch gesagt, wir brauchen den Bewusstseinswandel, dass die Menschen mal überhaupt richtig nachdenken. Wie sieht das aus, ne? Dass wir hier über Menschenopfer gehen mit unserem Wirtschaftssystem? So und so viel Tausend lassen wir krepieren. Ja, wir müssen gucken, dass gedacht wird und dass Denkkonzepte wirklich alle auf den Tisch kommen können und dass sie ausprobiert und nach Argumentequalität beurteilt werden. Haben wir den Schlüssel, dann sind die vielen Einzelüberlegungen, die wir hier machen, etwas, was auf der großen Bühne dann richtig zur Geltung kommen kann und ausgetragen werden kann. Und dann werden wir die besten Ergebnisse haben, statt die äußerlich durchsetzungsmächtigsten. Aber jetzt direkt zur Frage, was du gesagt hast, Dylan. Ich glaube schon, dass wir da eine Bewusstseins- und Motivationsstruktur erkennen können, die auch nicht von einem zum anderen so ganz verschieden ist, so individuell. Ich glaube, wir können im Moment die Motivationsstruktur erkennen, die du, Dylan, auch beschrieben hast. Die Menschen streben nach egoistischem Vorteil, materiellem Vorteil, Geldvorteil, das steht für sie quasi über allem. Und insofern Macht und Besitz und derartige Ansammlung. Als Ersatzbefriedigung. Ist Ersatzbefriedigung, da komme ich jetzt zu. Ja. Wie das Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung oder Tamera schon richtig sagt, ist erfüllte Sexualität viel besser, als sich mit Gewalt irgendwo durchzusetzen oder Besitz anzuhäufen. Und ich glaube, es mag einzelne Ausnahmen von Menschen geben, bei denen das nicht so ist. Aber normalerweise würde ich sagen, ist es so. So zärtliche, auch erfüllt sexuelle Liebe hat eine ganz andere Qualität, als da sein dickes Konto oder seine Gewalttrophäen. Ne? Wie viel Konkurrenten, die man zur Strecke gebracht hat, kann man sich quasi wie die erschossenen Hirsche an die Wand hängen. Da ist erfüllter Sex und verständnisvolle, liebevolle Beziehung schon eine ganz andere Qualität. Aber es geht weiter, und da stimme ich dem zu, was eben gesagt wurde, die moralische Qualität, wie lebe ich denn, dass ich nicht zum Schwein werde und andere Menschen so massenhaft über die Klinge springen lasse, sondern dass es gerechte menschliche Freiräume für alle geben kann, das ist aus meiner Sicht ein durchaus höherer Motivationsfaktor im Menschen. Also wie die Menschenrechte sagen, auch Artikel 1, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollten einander geschwisterlich begegnen. Da steht diese Motivationsstufe quasi für die Motivationsstufe des Gewissens in uns. Und dann gibt es noch eine letzte Motivationsstufe, und inwiefern die uns am reichsten oder am lustvollsten leben lassen kann, das richtige Denken nämlich, die Vernunft, das beschreibe ich dann im nächsten Beitrag. Ja, danke schön. Ja, also ich glaube übrigens auch, dass Menschen schon genetisch eine gewisse Homogenität haben, aber wir müssen ja bedenken, der eine ist im Moment machtsüchtig, der andere ist geldsüchtig, der andere ist verklemmt, der andere ist neurotisiert und, ja. Wir müssen jedem die Freiheit lassen, auch ganz anders leben zu wollen, bis alles er... Alles völlig frei, das ist ja, völlig recht, ja. Alles muss völlig frei sein, weil wir dürfen niemals einen Menschen zwingen, über seine neurotischen oder verklemmten Ängste hinwegzugehen. Das führt immer nur zu negativen Ergebnissen. Deswegen jetzt auch wieder sozusagen, ich suche gerade das richtige Bild wieder. Soll ich auch Markus sagen? Ja? Ja, gerne. Ja, also Markus, das ist so die Frage. Was kannst du dem Reichen, der ja schon Geld hat, für den die Wegnahme der Armut nichts bedeutet und auch das Gerechterwerden der Welt nicht viel bedeutet, außer dass es vielleicht dann friedlicher zugeht und weniger Reiche entführt werden, was ja ein Argument wäre, ja. Aber was kannst du dem, wie kannst du ihn locken? Mit was lockst du ihn? Also wenn ich jetzt Milliardär wäre, ich würde die Milliarden liegen lassen und würde lieber in meiner Hausarztkommune meines Hausarztes leben wollen, in der Wohngemeinschaft, in der ersten Wohngemeinschaft, mit Öff vielleicht zusammen, ja, und seiner Gruppe. Da
Dankeschön. Ja, der Lockdown hat es gezeigt. Ja. Da hat niemand erwartet, dass die Welt stillsteht, die Wirtschaft stillsteht. Und jetzt ist es interessant, was macht der Unternehmer? Der Unternehmer hat die Möglichkeit, Zeit zu entdecken. Vorher war Wachstum, Leistung, 5% mehr Wachstum in diesem Jahr. Dann klopft er auf die Schultern des Arbeiters. Nächstes Jahr machen wir wieder 5% oder 10%. Und der Arbeiter sinkt zusammen. Ne? Und für ihn als Unternehmer ist jetzt die Chance gewesen, im Lockdown zu erkennen, was ist überhaupt Leben. Und ja. Leben ist für mich Zeit mittlerweile. Mhm. Aber auch nur dank meinen Erfahrungen. Früher sehr verbissen, Fußball gespielt, auch immer der Schnellste, Größte und Beste wollte ich sein. Und heute ist Entschleunigung da, heute lebe ich mein Leben. Heute bin ich in Frieden gekommen mit meinem Leben. Und das wünsche ich mir für alle Menschen und darum ist auch dieses die friedvolle Transformation von Radido genau der Start, dass jeder durch diese gleichwertige Basis an finanziellen Mitteln sich keine Sorgen machen muss. Also ich blicke nicht so extrem zum Unternehmer, sondern meine Unterstützung haben die Menschen, denen es wirklich nicht so gut geht. Und für das stehe ich ein, weil da kommen wir eben in diese Gleichwertigkeit. Und wenn Walter Ammann das sagt, wegen dem Arbeiten, dass der Arbeiter so viel arbeiten kann, ja, er wird dann merken, mit Gradido hat er die Vergänglichkeit des Geldes. Also das heißt, Ende Jahr, ja, darf arbeiten, 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 wunderbar. Und schwupp ist die 50%ige Vergänglichkeit da. Und ich bin überzeugt, dass er seine Arbeitsstunden runterschraubt, weil er sich irgendwann denkt, ja, muss ich jetzt das machen? Nee, ich muss es nicht machen. Sondern jetzt geht es wirklich in diesem Bewusstseinswandel, geht es für mich sehr stark darum, zu schauen, wer bin ich, was sind meine Gaben und wie gelingt es mir eben ein fröhliches und wirklich gesegnetes Leben zu genießen. Und die Sexualität, wenn ich das an meinem Beispiel erklären darf, zeigt es ja, das alte sexuelle quasi Miteinander ist nicht zu vergleichen mit Slow Sex, mit tantrischen Verbindungen. Und erst dann, wenn ich neue Ideen kennengelernt habe, erfahren habe, kann ich dann schauen, was macht es mit mir. Und das war für mich, die Punkte waren für mich große Bewusstseinswandel. Und das, glaube ich, das würde Mikrodido genauso umgesetzt. Aha, genau. Tantra ist ja auch mein Hintergrund. Ich war bei den Gurus in Indien, ich war bei dem Bhagwan Sri Rajneesh, bei Osho und so weiter. Und genau das ist das, was ich da gespürt und erlebt habe, dass es ganz anders geht und ganz anders gehen kann. Aber die Frage, die jetzt ja dann an Walter wieder geht, ist ja letztendlich, ist denn mit den Unterdrückten ein Staat zu machen? Ist es nicht heute so, dass die Leute, deswegen, Markus hat ja eben gesagt, ihn interessiert so der Unternehmer nicht so vorrangig, sondern eher die ich mal jetzt als die Unterdrückten bezeichne. Ist es nicht so, dass die durch und durch manipuliert sind, durch die gewinnbringenden Irrtümer unseres Wirtschaftssystems, dass die durch manipuliert sind, ihr Heil in Alkohol, immer noch mehr Zigaretten, immer noch mehr Süßigkeiten, immer noch mehr Medikamente, Drogen und irgendwelche oder Ballermann Urlaubsreisen zu sehen? Ist mit diesen Unterdrückten überhaupt ein Staat zu machen? Müssen wir nicht auf jeden Fall, wie kommen wir vorbei an den Unternehmern, an den Lobbyisten, an den Politikern und an den Journalisten, die doch die gesamte öffentliche Diskussion beherrschen? Kommen wir mit den Unterdrückten wirklich da zu einem Ergebnis? Da habe ich so persönlich meine Zweifel, aber da würde mich die Meinung jetzt interessieren. Sollen wir die Reihenfolge beibehalten? Dann wäre ja jetzt wieder, wer wäre dran? Walter wieder, glaube ich, oder? Ja. Ja? Ja, ich nehme das gerne auf. Aber ich möchte auch zurückkommen. Die Krise, die Corona-Krise, also wir im Moment erleben, ob das eine Krise ist oder nicht, das kann man anderen Meinung sein, das ist ganz klar, es gibt auch unterschiedliche Meinungen, aber sie hat eines gezeigt. Auch der Reiche kann krank werden, auch der Reiche kann an Corona sterben, weil es ihm alles sein Geld nicht. Und viele Leute, die so etwas erlebt haben, die verändern ihr Bewusstsein sehr rasch. Also
auch der Reiche kann arm werden. Er weiß, er kann, es gibt genügend Geschichten auf der Welt, wo er das bewiesen hat. Und dann muss er sich dann wirklich die Frage stellen, um was geht es im Leben. Und ich glaube einfach, wir haben zwei Probleme auf der Welt. Für mich eigentlich vielleicht auch ein drittes noch aufgetaucht. Erstens, wir haben eine Ungerechtigkeit. Es hat 24.000 Leute sterben jeden Tag, weil sie nichts zu essen haben, obwohl wir genügend zu essen aus der Welt haben. Und zweitens, wir wissen ganz genau, wenn wir nicht mit der Umwelt Acht geben, wird uns die Umwelt eines Tages sagen, was wir zu tun haben. Und weil wir mit der Umwelt ernster nehmen, die Problematik ernster nehmen, dann ist ja die Friday for Future-Bewegung, ist ja hat man ja auch ernster genommen, weil man sieht, da gibt es wirklich Probleme. Und mit Gradido kann man alle diese Probleme ganz einfach lösen. Und ich bin überzeugt, dass es braucht einfach einen Bewusstseinswandel und auch die ganzen letzten Monate und auch die nächsten Monate, die wir erleben werden, werden einen Bewusstseinswandel fördern und er wird einfach eine Transformation findet bereits statt, indem sehr viele Leute einfach angefangen haben umzudenken. Und einfach Geld allein, was heißt reich? Reich hat nicht nur materielle Reichheit, es hat Reichtum, es kann auch andere Reichtum geben. Genau. Darum geht es ja. Das ist nämlich, Geld alleine macht ja nicht glücklich. Da sind wir uns ja alle einig. Ich will das auch an dich weiterbringen, was Walter gerade gesagt hat. Ja, was ist mit Corona und Reiche? Wir bieten ja mit unserer Gesundheitsreform ein 10-fach effizienteres Gesundheitssystem an gesündere Ernährung über dadurch, dass jeder Lebensmittelhändler nur noch gutes Geld verdient, wenn die Nahrung, die er liefert, absolut immunstärkend, gesundheitsfördernd ist und so weiter. Also eine völlige Umpolung des gesamten Wirtschaftssystems. Was kannst du da dem Reichen anbieten? Wir bieten ihm viel, viel mehr Gesundheit durch ganz konkrete Reformen des Gesundheitswesens und Ernährungssystems an. Und dann hat Walter ja auch noch gesagt, die Verhungernden, ja, werden morgen alle Menschen so ethisch und moralisch wie die Fridays for Future, die sich um diese Verhungernden in der Welt Sorgen machen? Oder geht die Menschheit nicht seit Tausenden von Jahren gnadenlos über diese verhungernden Menschen auf der Erde hinweg, jeden Tag sozusagen? Das sind so Schlüsselfragen. Vielleicht kannst du da auch dein Konzept darauf beziehen, vielleicht auf solche Schlüsselfragen. Hm? Ja, danke schön. Also ich würde sagen, ich unterscheide zwei Aspekte jetzt mal, die auch schon aus früheren Fragen an mich von dir, Dylan, so hervorgehen. Das eine ist die Frage, wo wir im Moment auch bei sind. Was motiviert? Warum ist das eigentlich das Lustvollste auf der Welt? Wie können wir das kraftvoll genug rüberbringen, auch zu den Reichen? Und die zweite Frage ist, wie schützen wir uns vor den in die Gegenrichtung gehenden Gewaltfaktoren in der Welt? Also wie können wir uns schützen, dass es uns dann, wenn wir jetzt hier das tolle Paradies vorleben, nicht geht wie den Indigenen oder Indianern, die im Paradies waren und dann kamen die kolonialistischen Weißen und haben sie einfach mit... Wir Europäer genau. Haben sie abgeschlachtet. Genau, haben sie im Paradies quasi gemeuchelt und das Land an sich gerissen für kapitalistische Ausbeutung, kapitalistisch-imperialistische Ausbeutung. Also das sind die zwei Fragen. Warum ist es das Tollste und wie können wir den Menschen das deutlich machen? Und wie schaffen wir ein Sicherheitskonzept des Übergangs, was auch die Macht- und Gewaltfragen ausreichend mit berücksichtigt oder integriert als Konzept? Und ich komme wieder zum Ersten. Was macht eigentlich am meisten Lust? Da könnte ich ja jetzt einfach sagen, auch auf deine Frage, Dylan, wir haben alle sozusagen einen Zielzustand und wir sagen, es gibt schon kleine Schritte oder Übergangsschritte dahin, Gradido, Wohlfühlstimme und so weiter. Und ich sage, es kann aber doch nicht verkehrt sein, den angestrebten Zielzustand, der ja nicht nur erst in ferner Zukunft das Schönste ist, sondern eigentlich direkt hier und jetzt auch schon das Schönste ist, schon mal auch vorzuleben, also zumindest so Inseln, Vorzeigeinseln zu schaffen, wo die eigentliche Erfüllung und höchste Lust des Menschseins direkt greifbar wird. Und ich bin der Ansicht, ich will das sowieso. Ich halte es auch aus Verantwortungsgründen für nötig, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Und wir müssen den Menschen vor Augen stellen, wie sähe eine aufs Ganze gesehen verantwortliche Steuerung aus. Also eine Entwicklung,
die jetzt auch das Steuerruder rumreißen kann, ausreichend effektiv rumreißen kann. Und da ist, für die Lust ist also mein Motiv, ich lebe den Menschen den ganzheitlichen Endzustand, die höchste Erfüllungssituation direkt vor, auch in gemeinschaftlicher Form. Und ich sagte schon, das eine ist, im Moment sind sie von Macht und Besitz äußerlich gebunden in ihren Motiven. Besser ist erfüllter Sex als Gewalt und Besitz. Noch besser ist es, das Gewissen in sich, die moralische Sauberkeit zu erleben, weil es ist kein besonders tolles Gefühl, als moralisches Schwein und Menschenmörder sich da in irgendeinem Luxus zu wälzen. Und das Letzte wäre eben noch das richtige Denken. Wir sind die denkenden Tiere. Wie kommen wir dazu, das Denken oder richtige Denken als die höchste Wesensentfaltung und Lust erleben, spüren zu können? Wenn man den Menschen das vormacht und kann sie damit anstecken, dann hätte man den höchsten Motivationsfaktor sozusagen aktiviert. Mhm, Dankeschön. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Also das hat ja Gradidio vorhin, habt ihr ja auch gesagt, Vorleben, ja, also Vorleben, Kommune, also ich muss sagen, die Kommunen, die ich kenne, also Osho, Bhagwan Shri Rajneesh, die Großkommune, meine Kommunenexperimente, ich war ja damals als Bhagwan Anurag Sital, als Nachfolger von Osho auch bei, hatte ja immerhin viele Fans, aber unsere Kommunen sind immer wieder daran gescheitert, dass der Kapitalismus immer auch in der Umwelt unserer Kommune war, im Kopf, ja, und dass der Kapitalismus auch in unseren Kommunen mit die dann immer im Kopf war und jeden Tag neue Nahrung erhielt und dass letztendlich dadurch es immer schwierig war mit diesen Kommunen, weil letztendlich sozusagen, wenn der Hausarzt die Kommune startet und die ganze Gesellschaft sozusagen Sozialleben fördert und gut findet und so weiter, dann ist das was völlig anderes, als wenn man immer gegen den Strom schwimmen muss. Ich wette öfter, du erlebst das auch, dass es auch gegen deine Kommunen auch immer ein gegen den Strom gibt, ne? Also auch Widerstände gibt und so weiter und Gegenrede und alles. Und deswegen so die Schlüsselfrage, denn jetzt ist ja wieder, jetzt ist, glaube ich, als nächstes Markus dran, gell? Markus dran? Ja, genau. Und da ganz kurz noch so meine Frage noch mit dazu, also ÖFF hat ja auch jetzt gerade über ein Sicherheitskonzept gesprochen. Sicherheitskonzept, auch unser Konzept zum Beispiel eines defensiven Raketenrings, der niemanden bedrohen kann, weil er gar nicht angriffsgeeignet ist, weil es sich nur um Mini-Abwehrraketen handelt. Ja, das ist, erfordert aber Hightech und das würden wir mit jetzt sofort 3 Stunden am Tag Arbeit und Entschleunigung nicht schaffen, uns noch schützen zu können. Wenn auch nur defensiv und dann dadurch Abwehrrüstung zu produzieren. Wie sieht der Gradidio das mit dem sofort entschleunigen, ohne ein Sicherheitskonzept? Braucht es nicht Hightech, um wenigstens zu verhindern, dass es uns geht wie den Indianern? Ja, so, das ist so, wäre da auch mal interessant noch als Frage. Ja, das kann ich in dem Sinne nicht beantworten. Was ich beantworten kann, ist einfach aus meiner Sicht, es kommt alles zum richtigen Zeitpunkt zu mir mittlerweile, weil ich tief im Vertrauen bin. Ich habe das letztens auch in unserer Schweizer Gruppe in der Sitzung gesagt, ich trage mit Freude dieses Gradido nach außen. Und wenn du denen sagst, ja, aber da kommen doch viele mit aber, ja, es kommen viele Personen mit aber und es kommen viele Personen mit Herz. Und alle die, wo mit dem Herz reinspringen, sind bei uns von Herzen ja willkommen. Und natürlich setzen wir uns auch auseinander mit Menschen, wo das kritisch sehen. Nur hier geht es wirklich immer um diesen Bewusstseinswandel. Und der beginnt wirklich bei jedem Einzelnen. Und das beginnt bei mir. Und seit ich in meinem Schöpferwesen, in meiner Schöpferrolle bin, bin ich ganz anders unterwegs als vorher, wo ich mich in meiner Opferrolle gelebt habe. Und da sehe ich diesen Punkt und da geht es eben wirklich darum, dass der Wandel bei mir beginnt. Und darum habe ich jetzt, auch die Schweizer haben sich so gefunden, also mit Walter Amann und Arkino Wittmer und andere, also das kommt jetzt nach außen und jetzt kommt die Anfrage von euch, wunderbar, Dylan,
machen wir doch ein Interview. Ja, genau. Und jetzt sitzen wir wunderbar vier Personen am Telefon und diskutieren über Gott und die Welt. Und genau hier beginnt es. Und jeder Einzelne, der zuhört, hat die Möglichkeit zu erkennen, oh, das erste Mal von Gradido gehört oder das erste Mal von anderen Sachen gehört. Was interessiert mich? Und da wird ja dann was passieren. Da kommen wieder neue Leute dazu und immer wieder neue Leute dazu. Und man sagt ja, die kritische Masse wird irgendwann mal erreicht sein und dann wird es blitzschnell gehen. Und darum fokussiere ich mich wirklich zuerst mal auf mich, auf meine Energie, dass ich im Frieden bin und mit Freude das, was ich mache, nach außen trage. Und eben tun ist ein wichtiges Wort, das, was wir ja erleben. Wir wollen etwas tun, etwas für zum höchsten Wohle aller Lebewesen nach außen tragen. Und ich bin tief überzeugt, ja, es wird uns gelingen. Ob es morgen oder in 2 Jahren ist, ich bin kein Prophet. Ich weiß, die Welt wird sich noch mehr verändern und wir werden dorthin kommen. Das ist mein Gefühl dazu. Ja, danke schön. Jetzt bin ich, glaube ich, wieder in der Reihenfolge dran, gell? Und um es ganz kurz zu sagen, so ich glaube, dass wir alle kooperieren müssen, um diesen Punkt, an dem es kippt, sozusagen, schneller zu erreichen, sozusagen. Ich glaube, wir müssen diesen Weg, wie hat ja mit dem Begriff freie Argumente-Plattform und unsere Demokratie pur, die so schon seit 30 Jahren als Konzept existiert, die haben sich ja quasi so ein bisschen verbunden, da, sozusagen, hat recht, wir müssen versuchen, einen Weg zu finden oder uns zu einigen, wo welche Elemente übernehmen wir von welchem Konzept und bieten ein Gesamtpaket an. Denn wenn wir sehr viel Einzelteile anbieten, kann es sein, dass eben dieser Punkt sehr schwierig wird zu erreichen, an dem es wirklich dann explodiert oder sozusagen um sich greift. Ich mache mal ein Beispiel. Für mich ist es ein tragisches Beispiel. Die Gemeinwohlökonomie mit Christian Felber ist deswegen ein tragisches Beispiel, weil er jeden Tag erlebt, dass neue Unternehmer dazukommen, aber er nicht merkt, dass es immer nur ein winziger Ausschnitt der Gesellschaft ist, der sich dafür interessiert, während die große Politik, ich denke nur an die Wirtschaftskammer Österreich, die darüber schon vor 2013 einen vernichtenden Text darüber geschrieben hat, die große Politik, in Europa war Christian Felber vorstellig, ich glaube auch im Bundestag, in der Nähe jedenfalls, also auf jeden Fall im Bereich Bundestag. Und die Leute, die großen Unternehmen und die große Politik hat schon längst entschieden, dass sie die GWÖ niemals einführen wird. Ich habe gestern mit dem liberalsten, also mit dem gesellschaftskritischsten Lehrstuhl in Deutschland, wo auch einer von den Wirtschaftsweisen ist, der Professor Truger von den 5 Wirtschaftsweisen der Bundesregierung, ja, habe ich mit den leitenden Professoren gesprochen und die haben gesagt, selbstverständlich, auch wir als gesellschaftskritische Denker wissen, dass wir die Gemeinwohlökonomie niemals umsetzen können, weil sie zu viele ungelöste Probleme hat und so nicht lösbar ist. So dass, also ich sehe die große Gefahr, dass man so, wenn man alleine vorangeht und nicht immer wieder miteinander diskutiert und feilt an einem gemeinsamen Konzept, dass man in die Gefahr der GWÖ kommt, die jetzt das Gefühl haben, es würde sich was tun. Aber in Wirklichkeit hat sich die Welt schon, die große Welt schon gegen die Gemeinwohlökonomie entschieden. Mit ganz vielen Gründen, die auch tatsächlich schwer von der Hand zu weisen sind. Ne? Und so deswegen so mein Aspekt, was haltet ihr von dem Thema Zusammenarbeit, dass man also immer wieder daran feilt, wie können wir denn Elemente zusammenbringen? Wie können wir vielleicht aus Gradido, aus Next Scientist for Future, aus Schenker-Bewegung, wie können wir eine gemeinsame Strategie anbieten, die wir dann auch überzeugend Fridays for Future anbieten können? Ja, so, das ist so meine Frage. Ja, also Walter ist, glaube ich, dran, gell? Ja, ich muss auch noch ankündigen, dass ich dann nachher aussteigen muss. Weil ja, selbstverständlich. Ich auch. Ja. Also sollen wir das jetzt noch so eine letzte Runde machen, ja, sozusagen? Ja, genau. Ja? Würde ich
Genau, deswegen dann stelle ich nochmal so die Frage, also ja, ich glaube, das ist auch der entscheidende Punkt, gell? Denn FF sieht das ja ähnlich. Wenn wir nicht alle zusammenkommen und miteinander reden und feilen an einem Konzept, die Frage ist, geht es uns dann am Ende wie der GWÖ, die ihren Faden verfolgt, aber gar nicht merkt, dass sich die große Politik schon gegen sie entschieden hat, ja? Und das ist so der Punkt. Deswegen, also jetzt Walter, dein Schlussbeitrag jetzt, ja, für heute. Also es gibt, ich bin ja schon seit 2 Jahren auf der Suche nach einer Lösung für meine 3 wirklichen Probleme, die ich definiere für die Welt. Und ich bin letzten Herbst auf Gradito gestoßen und habe sofort, als ich das Buch gelesen habe, die 100 Gründe gelesen habe, Joytopia gehört habe, war für mich klar, das ist die Lösung. Es braucht gar nichts anderes. Aber ich selber sage, wenn morgen noch etwas kommt, das besser ist als Gradito, werde ich nicht sofort für das engagieren. Aber die Problematik bei all den Millionen von Leuten, die es auf der Welt gibt, die eine bessere, von einer besseren Welt träumen, gibt es 3 Gruppen. Die erste Gruppe ist, die wird mit einer Veränderung der Welt, will die Geld verdienen, die sind nicht besser als die heute. Die zweite Gruppe ist, das ist die Gemeinwohlökonomie. Die wollen sagen, wir verändern die Welt, es muss so gehen, wie wir sagen. Und sie merken gar nicht, dass sie nur ein Label für Unternehmerschaft und sonst gar nicht. Möglicherweise Greenwashing, gell? Möglicherweise sogar nur Greenwashing. Genau. Und das ist einfach, weil das Ego noch so mitspielt, dass sie sagen, wir wollen das verändern. Und ich will einfach, dass es eine bessere Welt gibt. Ich will daran nichts verdienen. Ich mache das nicht für mich. Ich bin 70 Jahre alt. Ich mache das für meine Großkinder und für meine Enkel. Genau. Und ich will, dass die auch noch eine Welt haben, wo sie so leben können wie mindestens wir, wenn möglich auch besser. Und es führt einfach nur über einen Bewusstseinswandel. Und ich sage es noch einmal, welcher Mensch kann nicht damit einverstanden sein, wenn er sagt, es geht mir gut, es soll aber auch allen anderen gut gehen und es soll auch der Umwelt gut gehen. Und das müssen wir versuchen. Ich sage immer, die Strategie muss 2 Sachen sein. Wir müssen schauen, dass wir als Gradito-Interessierten oder Veränderungsinteressierten Gradito-Interessierten machen, als Gradito-Interessierten, Gradito-Begeisterten, die das weitertragen können. Und ich empfehle euch 2, wirklich mal, wenn noch nicht, das Buch und die Gründe und das alles bei Gradito zu lesen und sich mal mit Gradito auseinanderzusetzen. Ich bin überzeugt, dass es viele, viele, das sind unheimlich wunderbare Ansätze sind, für einen richtigen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Das ist das, was ich da abschließend dazu sagen kann. Ich bin begeistert von Gradito und wenn Gradito nicht kommt, wenn ich keine Hoffnung mehr habe, dass man Gradito in die Welt setzen kann, dann braucht es mich nicht mehr. Ganz einfach. Mhm. Ja, danke. Und wie gesagt, da wir in der letzten Runde sind, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, auch immer wieder Gradito in diesen Diskussionsprozess, der bei uns ja stattfindet, einzubringen. Denn wie gesagt, wir selbst glauben, wir müssen alle an einen Tisch bringen. Wir hatten ja auch schon die Gemeinwohlökonomie da und so weiter. Ja, jetzt ist FF mit seinem Schlusswort an. Ich glaube, bei dir ist es relativ einfach. Du bist ja sowieso dafür, dass wir alle miteinander feilen an der Lösung. Ja, genau. Also ich finde es wichtig, was auch immer wieder jetzt gesagt wurde, wir müssen uns an einen Tisch setzen, wir müssen vor die Augen der Menschen die Angebote überhaupt bringen können. Die wissen gar nicht, die Leute auf der Straße, dass das Kernprinzip der Demokratie ist, der sogenannte Beutelsbacher Konsens. Dass freie, mündige Menschen die Übersicht über alle Wahlmöglichkeiten geboten bekommen müssen, statt dass da was unter den Teppich gekehrt wird. Oder wie oft jetzt schon gesagt, es danach geht, wer das lautere Megafon an sich reißen kann. Der freie, mündige Mensch hat das Recht, ohne dass er da, wer weiß was, für Wirbel machen muss oder Gewalt anwenden muss oder was auch immer. Er hat das Recht, die freie Wahlübersicht zu bekommen. Und wenn das geschieht, da habe ich ganz viel Hoffnung dann, dass durch so eine freie Argumentekultur es wirklich sich zeigt, was hat denn welche argumentative Kraft? Oder was hat zumindest genug argumentative Kraft, dass man Experimente vor den Augen aller und mit wissenschaftlicher Begleitung zulassen sollte? Und spätestens dann bin ich fest der Überzeugung, dass das, was ich da so oder was Schenker bewegen als Kern vertritt, nämlich dass wir denkenden Menschen verantwortlich denken müssen, das kriegt die volle Wucht dann.
als Kick nochmal, um zu zeigen, wie sehr wir im Moment in einem Verdrängungssystem leben, will ich ein Stichwort auch noch sagen, auch für unsere neuen Mitdiskutierer, was ganz deutlich machen kann, woran es im Moment fehlt und was da für Durchbrüche möglich sein könnten. Also ich stelle immer die Frage, kennt ihr den Begriff Post-Conventional Level? Und die meisten Menschen haben da keine Ahnung von, haben es in der Schule nicht beigebracht bekommen, nicht in der politischen Bildung, an der Universität, wo auch immer, haben sich allerdings, muss man sagen, auch selbst nicht damit beschäftigt, denn Post-Conventional Level ist die wissenschaftliche Bezeichnung für den in der Entwicklungspsychologie erkannten Grundbegriff menschlicher Persönlichkeits- und Verantwortungsreife. Also Post-Conventional Level ist die Definition menschlicher Persönlichkeits- und Verantwortungsreife. Und wenn klar ist, dass das ein Inhalt ist, der von der Bildfläche ferngehalten wird oder verdrängt wird, dann können wir uns schon ausmalen, was können wir da für Mauern einreißen, wenn wir sagen, Schluss damit und das muss jetzt auf die Bühne kommen und damit müssen wir uns auseinandersetzen und gucken, was ist da dran? Ja, danke. Ja, also und von dir weiß ich ja auch, dass du immer fleißig dabei bist bei allen Talks. Demnächst haben wir vielleicht ganz andere Talks mit großen Professorengruppen noch auch. Ja, aber ihr seid auch eben alle herzlich immer eingeladen, immer mitzutalken. Ich kann euch gerne, wenn ihr mögt, tue ich eure E-Mail in unseren Verteiler rein, so dass ihr dann zu Talkrunden immer eingeladen werdet. Ihr könnt ja dann überlegen, ob ihr dazu kommt, ja. Und also alle herzlich eingeladen, weil wie gesagt, unser Glaube ist halt, dass keine Gruppierung alleine es am Ende schaffen wird. Auch wir brauchen zum Beispiel, ohne die Fridays for Future schaffen wir es auch nicht und so weiter. Also man muss irgendwie zusammenkommen. Deswegen jetzt das Schlusswort, ich glaube Markus, gell, hat das Schlusswort jetzt. Ja, eines der Schlussworte. Ja, also generell besten Dank an alle drei von euch. Es ist super gewesen, euch zuzuhören. Und mein Schlusswort ist wirklich, geht in eine ähnliche Richtung, wirklich, wenn es uns gelingt, unser Ego komplett wirklich zurückzunehmen. Wenn wir bewusst entscheiden, zum allerhöchsten Wohle aller Lebewesen hinzustehen, einzustehen und alles, was wir anschauen und dann entscheiden müssen, bringt es das oder bringt es nicht, immer den Fokus nützt wirklich allen Lebewesen oder der Mehrheit aller Lebewesen oder geht es um eine kleine Minderheit? Wenn wir diesen Bewusstseinswandel hinkriegen, dass es wirklich nur noch um das höchste Wohle geht, aller, dann glaube ich, gehen wir wirklich dahin. Und das, was wir jetzt hier in dieser Runde ja erlebt haben, war wunderbar für mich, weil mit der Persönlichkeitsentwicklung, wo ich selber ja in den letzten 30 Jahren unglaublich viel verändern konnte in meinem Leben und jetzt auch Menschen begleiten darf in diese Richtung, da geht's auch hin. Jeder Einzelne hat eine riesen Chance, eben in seiner Persönlichkeitsentwicklung zu wachsen. Und dieses Wachsen wird genau für mich genau in die Richtung gehen, dass der Frieden bei jedem Einzelnen die höchste Form ist. Und da gibt es keine Kämpfe mehr, nichts vom Kampf, sondern ich stehe hin für das, was durch mich fließt. Und auch hier in diesem Gespräch genau das. Und das Miteinander und Füreinander, wundervoll, wie das immer wieder erwähnt wurde, ist für mich die höchste Form. Das ist eben dieses Makrokosmos. Und das wünsche ich uns allen von Herzen, dass wir miteinander wirklich auf dem Weg sind, eben diese Welt so zu verändern, zum höchsten Wohle. Ja, danke schön. Und wie gesagt, dann mache ich jetzt noch nur noch die Verabschiedung. Also herzlich eingeladen, immer teilzunehmen, auch an Talkshows bei uns, weil, wie gesagt, dass wir möglichst schnell eine Lösung kriegen, die dann auch wirklich die Politik überzeugen kann, die Journalistenschaft überzeugen kann, sogar die Lobbyisten, aber vor allem auch die Unternehmer und die Reichen mitnehmen kann sozusagen, so dass wir es dann auch schnell bekommen und nicht gegen Widerstände anrennen müssen. Ja, dann danke ich für die heutige wissenschaftliche Tagesschau, heute Talkshow Demokratie pur, freie Argumente-Plattform. Und bis demnächst. Tschüssi, schönen Tag noch. Alles Gute. Tschüss zusammen. Danke.